So, hi, ein Video zur Wickelkreuztrage mit gewebtem Tuch. Für mich ist das jetzt hier mit der Puppe die Größe 6. Aber das, welche Größe man da braucht, hängt von der Größe vom Tragenden und vom Tragling ab. Man sucht sich den Mittelpunkt, der in der Regel markiert ist, und legt sich das Tuch hier ungefähr so rüber. Hält die oberen Kanten mit einer Hand fest. Mit der anderen Hand geht man in den von dem Arm halt gegenüberliegenden Kante, nimmt sich mit der ersten Hand das gesamte Tuch über die Schulter zuerst und dann mit der anderen Hand das gleiche. Nun forme ich mir hier den Steg. Wie eng am Körper der sein wird, sollte, oder wie hoch der platziert ist, hängt natürlich auch von der Größe des Traglings ab. Für kleine Babys tendenziell höher und enger am Körper, für größere Babys etwas tiefer und ein bisschen weiter weg vom Körper. Dann sortiere ich mir das Tuch ein bisschen über die Schulter. So locker. Ohne dass sich was verdreht. Und klemme diese lockeren Stränge unter die Achseln und hol mir das Kind. Das platziere ich mir sicher mit dem C-Griff, also mit diesem Handgriff über der Schulter, beide Hände hinter der Schulter und sichere so ein bisschen mit dem Kopf. Gehe mit der freien Hand unter den Steg, schnapp mir die Füßchen, ziehe aber nicht am Kind, sondern lass dies sanft auf diesem Steg in einer Anhock-Spreizhaltung Platz nehmen. So, meine Puppe hat jetzt nicht die super Knie. Mit einem richtigen Kind funktioniert das in der Regel ein bisschen besser. Jetzt können wir das Kind hier ankommen lassen, nochmal tief durchatmen und dann können wir mit dem Aufwischen beginnen. Dazu suchen wir uns die obere Kante. Können wir uns hier an der Seite ganz kurz suchen und beginnen, das Tuch über dem Rücken vom Kind aufzufächern. Dabei können wir hier mit der anderen Hand außen das Tuch auch ein bisschen bremsen, damit sich hier nicht zu viel lockeres Tuch, ich muss hier das Ärmchen in dem Tuch verstauen, das manchmal ein bisschen widerspenstig ist, eine sehr große Arm hat, diese Puppe. Und ziehe mir diese obere Kante ungefähr bis zum Ohr oder bis kurz übers Ohr. So. Und nun mache ich einen Beutel. Da so, am besten die Handfläche nach oben und den Daumen ins Tuch. Unter dem Beinchen gehen wir hier lang und schnappen uns mit dem Daumen das Tuch und gehen dabei von Kniekehle zu Kniekehle. Wir stopfen uns hier nicht viel Tuch zwischen uns, sondern versuchen, also das endgültige Ziel ist ein möglichst horizontaler Steg von Kniekehle zu Kniekehle in einer guten Anhock-Spreizhaltung. Als nächstes straffen wir die obere Kante von dem Strang, der unten auf unserem Rücken liegt. Das ist in diesem Fall dieser bei mir. Und das machen wir so, dass wir hier die Handfläche nehmen, den Daumen nach oben, nehmen uns das komplette Tuch von der Schulter und straffen nur die obere Kante von diesem Tuch. Man sieht auch vorne schön, wie das Tuch da zieht. Legen uns die gestraffte Kante über die Schulter, nicht so nah am Hals, aber schön über die Schulter und halten dann damit unten den Po von dem Kind fest. Wir versuchen hier den Arm noch ein bisschen zu benutzen zur Stützung des Kindes, schnappen uns den anderen Strang und ziehen den auch erstmal fest und halten so die Spannung von diesem Strang und der oberen gestrafften Kante.
Dann können wir uns hier das Tuch noch mal ein bisschen sortieren. Gerne auch schon mal zu viel lockeres Tuch mit nach vorne holen. Und beginnen mit strähnchenweise und straffen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir nehmen uns hier das Tuch. Ich mache einen Schritt zurück. Das straffen hier. Gehen dann mit dem Daumen von der anderen Hand in das Tuch, halten mit dem Zeigefinger und dem Daumen fest und gehen dann mit den anderen Fingern nach. Und das machen wir ein paar Male durch das ganze Tuch. So, man kann jetzt hier schon mal gucken, ob hier viel lockeres Tuch in der Kniekehle ist oder hinten am Tuch und sich das hier auf der anderen Seite rübergeben und auch nochmal durchziehen. Und dann können wir beginnen, die andere Seite genauso durchzustreifen. Wir beginnen also wieder mit der oberen Kante, die wir uns hier suchen. Gehen damit hier die Spannung nicht verlieren. Gehen jetzt hier wieder mit der Handfläche und dem ganzen Tuch vom Körper, von der Schulter runter, straffen diese Kante, gehen wieder über die Schulter rüber, nicht zu nah am Nacken und übergeben diese gestraffte Kante in die andere Hand. Hier können wir uns wieder das Tuch über der Schulter schön sortieren. Und beginnen wieder mit dem strähnchenweise Straffen. Also ziehen, Daumen, Zeigefinger, andere. Ziehen, Daumen, Zeigefinger, die anderen. Wenn jetzt hier was verdreht ist, können wir das nochmal nach. Sortieren, ziehen, Daumen, Zeigefinger, die anderen. Und ziehen. Gucken wir nochmal, ob hier wirklich nicht zu viel Tuch noch locker ist. Bei mir ist eigentlich nichts mehr, aber hier könnte man jetzt wieder nochmal nachstraffen und dann wieder in diesen gestrafften Strang das übergeben. Nun können wir beide Stränge nochmal gut auf der Schulter platzieren. Ziel ist, wie gesagt, nicht zu nah am Nacken, um Nackenschmerzen oder hier hinten die Muskelschmerzen zu vermeiden. Nehmen also die gestrafften Stränge, ohne Spannung zu verlieren. Und platzieren die nochmal schön. Nun übergebe ich mir beide gestraffte Stränge in eine Hand. Gehe mit der anderen Hand durch dieses Dreieck durch. Schnapp mir den anderen Strang und drehe hier ein. Ein paar Mal, wie es einem gut gefällt. Viele finden es angenehm, so weit runter zu drehen, dass man dann auf der Hüfte abschließen kann. Und schließt hinten mit einem Doppelknoten ab. Man kann das Ganze jetzt hinten, wenn man das ein bisschen bequemer machen möchte, noch ein bisschen auffächern. Wenn man es hier so ein bisschen runterzieht. Und man kann das Köpfchen stützen, indem man eventuell das Tuch hier ein bisschen hochzieht oder hier ein anderes Tuch fingerdick einrollt. Sollte allerdings nicht zu fest sein, also das Kind sollte schon den Kopf noch bewegen können, wenn es das möchte. Oder man kann das hier so in den Strängen locker fixieren, um eine Nackenstütze zu haben.
Wenn man hier wieder raus möchte, kann man entweder alles rückwärts binden oder man kann hier, wenn man das Kind stützt, einmal durch den einen Strang raus, das Kind stützen, durch den anderen Strang raus und dann das Tuch hier hinunterfädeln. Und dann das Kind sicher.